Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in Adobe After Effects. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Musikstück, die Beats quasi, animiert und quasi eine, ja, wie soll ich sagen, dass eine Animation auf die Musik reagiert. Sagen wir es einfach mal so. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ganz einfach, habe jetzt hier eine Musik schon mal ausgesucht. Ziehen wir jetzt einfach mal hier runter. Dann haben wir jetzt hier die Musik. Lassen wir mal kurz ein bisschen vorspielen und gucken uns das mal an. Haben wir eine Musik hier? Gut. Was wir jetzt machen müssen, relativ simpel. Wir gehen hier auf Animation und machen Keyframe Assistent Audio in Keyframes konvertieren. Das dauert jetzt einen Moment. In der Regel. Okay, geht schon schneller, passt. Jetzt haben wir hier ein Audio, die Audioamplitude, das ist so ein neuer Layer. Sehen wir hier in dem Viereck. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, haben wir hier Effekte, linker, rechter und beide Kanäle. Für den Effekt, den wir erzielen wollen, brauchen wir eigentlich nur beide Kanäle. Linker und rechter können wir uns eigentlich sparen, können wir markieren und einfach weghauen. Jetzt schaut es dann im Endeffekt vereinfacht gesagt so aus. Wenn wir drücken jetzt mal hier auf dem Schiebregler, jetzt haben wir hier die gelben Punkte, sind lauter Keyframes, lauter Punkte im Beat. Das zeige ich euch, wie es ausschaut. Wenn ihr hier oben drauf drückt, auf dieses Symbol hier, Diagrammeditor, dann sehen wir hier den Song. Schaut jetzt ein bisschen komisch aus, aber jetzt zoomen wir einfach mal ran. Ich zoome jetzt ein bisschen noch näher. Im Endeffekt sehen wir jetzt hier einfach die Beats. Hier oben sehen wir, da steht 43,82 Einheiten. Ich vermute, ich bin mir nicht sicher, aber das dürften die Dezibel sein. Schlag mich tot, egal. 43, sagen wir einfach mal so 43. Wenn wir jetzt ein bisschen vorscrollen, wenn der Beat nicht so stark ist, also der Bass nicht so stark ist, geht es runter nach, ja, seht ihr, nach 6,87, relativ wenig. Und hier geht er wieder hoch. Das können wir jetzt mal testen. Jetzt gehen wir mal hierher und tauchen uns das an. Genau. Jetzt kommt Bass. Genau. So, dann haben wir das schon mal grob erklärt. Und was wir jetzt machen, wir wollen ja, dass After Effects auf diesen Beat reagiert. Das ist ein bisschen komisch und auch ein bisschen schwierig. Da gibt es aber ein, ja, wie soll ich sagen, den Code, den habe ich hier schon mal hinterlegt. Der schreibt sich wie folgt. Ihr seht jetzt hier in der Textdatei. Wobei jetzt die Zahlen, die wo hier drin stehen, die können wir eigentlich vergessen. Die sind von meinem vorherigen Projekt. Ich setze jetzt alles mal auf 0. Jetzt nehmen wir das einfach mal, kopieren uns das raus und drücken jetzt einfach mal mit gedrückter Alt-Taste auf dieses, ja, Moment, machen wir jetzt mal das wieder weg. Mit gedrückter Alt-Taste auf diese Uhr hier. Und jetzt steht hier Effekt beide Kanäle. Das machen wir jetzt einfach mal raus und kopieren uns das, was wir eben gerade aus der Textdatei haben, hier rein. Was die Werte bedeuten, zeige ich euch gleich. So, jetzt haben wir das schon mal. Machen wir mal, ja. Können wir mal zumachen vorerst. Und jetzt nur um den Effekt zu demonstrieren, mache ich jetzt hier eine neue Farbfläche auf. Machen wir jetzt einfach mal, ja, was machen wir denn? Machen wir blau. Obwohl, machen wir grün. Gut, jetzt haben wir hier eine neue Farbfläche. Und ja, dann mache ich es jetzt einfach mal so. Dann nehme ich jetzt hier, wo habe ich es denn? Wo gibt es denn hier? Dann nehmen wir hier oben einfach Sternwerkzeug. Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier einen Stern oder machen wir einen grünen Stern, das ist jetzt egal. Das ist ja nur zur Demo. Ja, so wollten wir das nicht. Weg damit. Einen Moment. Farbfläche. Zack. Jetzt haben wir das. Passt. Der ist zwar jetzt gelb, aber das ist ja eigentlich auch egal. So, jetzt haben wir hier einen Stern. Jetzt schauen wir mal hier. Wir wollen, das Ziel des Effektes soll sein, dass der Stern zum Beat quasi so mit pumpt, so hüpft. Schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Wir gehen auf Transformation
und sehen hier die Skalierung. Wenn ich jetzt mal hier drum rumspiele, dann seht ihr hier, dass er so hin, rein und raus geht. Das wollen wir ja im Endeffekt, aber passend zum Beat. So, wie machen wir das? Ganz einfach. Wir haben jetzt hier den Schiebregler, haben hier unser Linear Value eingegeben, 000. Jetzt gibt es den Trick, wir machen hier mit gedrückter Alt-Taste auf Skalierung auf dieses Ursymbol. Dann geht hier ja so ein separates Menü auf und das ist hier so eine Expression Whip, wie man das nennt. Da klickt man jetzt drauf und ziehen die einfach auf den Schiebregler hier drauf. Das war's. Jetzt klickt er einfach mal irgendwo hin, dass das Fenster zugeht. Passt. Jetzt tut sich aber, jetzt ist auf einmal der Stern weg, ist aber normal. So, jetzt schauen wir mal, aber es tut sich nichts, weil wir haben hier die Werte auf 000. Was wir jetzt machen, wir machen erstmal das zu, dass es ein bisschen übersichtlich ist. Und gehen jetzt nochmal in unseren Schiebregler hier rein und schauen uns diese, diesen Graphen an. Was wollen wir jetzt erreichen? Dass, wenn der Beat hoch ist, sage ich mal, der Stern pumpt und wenn er niedrig ist, eben nicht. Vereinfacht gesagt, würde ich jetzt sagen, wir fangen jetzt mal, sagen wir mal, alles was über 30 ist, hier über 30, sprich hier ist die 30, alles über 30 soll quasi dann 100 sein und alles über 20 bis runter oder soll 0 sein. Probieren wir einfach mal aus. Das ist immer so eine Einstellungssache, da muss man dann rumprobieren. Also, ganz einfach erklärt, die erste Zahl hier, das ist die Zahl, sagen wir jetzt mal 20. Alles über 20 soll bei 0 bleiben, also keine Reaktion. Und alles, wie wir gerade gesagt haben, über 30 soll hier hinten auf 100 gehen. Also das hintere ist immer, ja, gehört zum zweiten und das erste gehört zum dritten. Seht ihr jetzt hier? Passt. Okay. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Schauen wir uns das mal an. Genau. Dann lassen wir das mal rendern. Kurz mal, dass man es sieht. So, es funktioniert schon mal, aber wir können das noch ein bisschen anpassen, weil im Endeffekt ist es immer nur zu, ja, wie soll ich sagen, zu schnell. Dann machen wir jetzt einfach mal hier, schauen wir uns noch mal den Graphen an und kommen hier 30. Dann machen wir einfach mal 30. Machen wir ein bisschen drüber, gehen wir ein bisschen höher. Machen wir 40, machen wir hier mit. Na, wieso mag ich jetzt nicht? Halt. Schauen wir uns das an, ob das schon mal besser ausschaut. Raus hier, wo ein bisschen mehr Bass kommt. Naja, okay, da scheint schon mehr zu kommen, dann können wir es jetzt mal testen. Das ist wie gesagt eine reine Rumspielerei hier unten. Das muss man nach Gefühl machen und nach Song ist es immer individuell. Das kann man so eigentlich fast gar nicht erklären. Aber ich denke, ihr seht, wie es funktioniert. Jetzt schauen wir mal. Ich denke, es schaut schon mal ganz gut aus. So kann man das quasi auf jeden Effekt in After Effects anwenden und in jedem Video dann
dann implementieren. Also ich denke, das ist, ja, schaut recht gut aus. Hofft, es hat euch gefallen, das Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich freuen. Ich sage mal Tschüss und ja, bis bald, ne?